Kommt zu einem neuen Heu4-Tutorial-Video, will ich es jetzt nicht nennen, aber zu einem Video aus aktuellen Anlass für unsere Multiplayer-Runde. Ich habe ein paar Sachen gesehen, was mit Panzern zu tun hat, von den Deutschen und von den Russen, und habe mir gedacht, ich zeige vielleicht mal den einen oder anderen, was man mit Panzern oder nicht mit Panzern besser machen kann oder was man vielleicht auch anders machen kann. Wir werden ein paar Sachen ansprechen. Am Schluss des Videos gehen wir auf Attrition ein, weil die Attrition-Verluste nicht zum Teil, sondern fast immer viermal so hoch sind, aber bei allen Spielern in allen Nationen, als die Kampfverluste. Vielleicht erkläre ich nochmal die Attrition-Mechaniken dann danach. Die sind eigentlich super, super simpel in dem Spiel. Aber ganz offensichtlich von 15 Spielern haben es null verstanden. Oder es ist halt Absicht, dass sie viermal so viel bei Attrition verlieren wie im Kampf, was mich sehr irritieren würde. Ich glaube eher, dass sie nicht wissen, wie das funktioniert. Aber es gibt halt wirklich nicht viel zu wissen. Ich zeige es euch aber gleich. Aber jetzt machen wir erst die andere Geschichte, und zwar dann die Panzerkämpfe. Und es gibt die Diskussion, es gibt eigentlich zwei Diskussionen. Die eine ist, wollt ihr, ich habe hier verschiedene Panzer-Templates, ich muss gerade wieder umstellen, sehe ich gerade. Tech. Also es gibt zwei Diskussionen mit Panzern. Die eine ist halt, also es gibt auch drei, wenn ihr so wollt, kommt drauf an, wie komplex ihr es machen wollt. Die eine ist, wollt ihr mehr, also wollt ihr die Panzer mit LKWs haben? Oder wollt ihr die Panzer mit mehr Panzern haben, die Panzerdivision? Ne? Und die Argumente sind, wenn ihr, also hier, ne, die sind halt jetzt beide 20 Gefechtsbreite. Und die hier besteht aus 360 Panzern und 200 Trucks und die aus 350 Trucks und 180 Panzern. Und die Diskussion geht halt jetzt dahingehend die Frage, will man das halt in dem Setup lieber haben oder in dem Setup? Und mit so ziemlich jedem Spieler, mit dem ich ja gesprochen habe, auch die Kommentare unter den Videos, die lassen vermuten, dass eher die Kombination mit mehr Trucks besser ist als mit weniger Trucks. Einfach, wenn man dann hier eine viel, viel höhere Orga kriegt mit mehr Trucks. Die erhöhen halt die Orga, als das hier der Fall ist. Gegenargumente wären dann allerdings, dass man Piercing- und Armor-Werte hier verliert. Ne? Also wenn man guckt, mit mehr Trucks habt ihr eben hier massiv weniger Werte da als hier vorne. Und ja, da gibt es noch ein paar andere Wertunterschiede, ne? Zum Beispiel Soft-Attacks mit mehr Panzer natürlich auch höher. Und da kann man argumentieren, zum Beispiel, dass, wenn er mit Panzerarmeen angreift, dann macht er das ja, um eine lokale Überlegenheit zu generieren. Ihr wollt ja Soft-Attack pro Gefechtsbreite maximieren mit solchen Armeen. Und wenn ihr halt mehr auf Orga geht, dann verliert ihr eben genau diese Soft-Attack pro Gefechtsbreite, was ja die Panzeridee ein bisschen ab Absurdum führt. Also, ihr könnt die Diskussion, kann man in viele Dimensionen hier machen. Und dann könnt ihr euch ja selbst ein Bild davon machen, was ihr denkt, was gut und was schlecht wäre. Man muss auch dazu sagen, solche Templates in Mehrpanzer sind natürlich teurer als solche Templates. Ich persönlich würde keins von beiden verwenden, auf gar keinen Fall. Aber es hängt auch oft vom Szenario ab. Welches Gelände greift ihr an? Wie sind eure Doktrinen, Technologien? Wie ist euer Gegner aufgestellt? Ne? Also es gibt da wirklich eine ganze, ganze Menge Szenarien. Und auch hier muss man halt sagen, ne, Armor und Piercing haben auch nur dann Relevanz, wenn der Gegner halt eben auch entsprechende Armor und Piercing-Werte hat, damit das relevant wird. Also von das ist ein sehr komplexes Thema. So, was ich aber jetzt machen will, in diesem ganz einfachen, super, mega simplen Test, will ich jetzt die Frage stellen, welches der beiden Templates wird beim Gegner schneller durchstoßen, weil was wir jetzt aktuell in der Multiplayer-Runde sehen an der Russlandfront ist, dass sowohl die Deutschen als auch die Russen ihre Panzer-Templates benutzen, um die erste Linie der Infanterie zu knacken. Und die knacken das halt mit den Panzern und dann fahren sie mit den Panzern durch, um dann die Flanke noch zusätzlich zu machen. Und ich würde jetzt die These in den Raum stellen, dass das sehr, sehr ineffektiv ist, weil Panzerdivisionen sehr schlecht Infanteriedivisionen knacken. Sehr, sehr schlecht, einfach weil die einen geringen Soft-Attack für ihren Preis mitbringen pro Gefechtsbreite auch. Wir reden ja nicht von Panzeradler, wir reden wirklich von Panzern, die beide einsetzen da. Das ist die eine Geschichte und da würde ich argumentieren, wenn die besonders Verluste davon tragen bei dieser Offensive, dass das Gerät, wenn das kaputt ist, dazu führt, dass die ganze Division danach langsamer wird, was wieder das Konzept von dem schnell durchbrechen und dann schnell umzingeln ab Absurdum führt, weil er dadurch, dass er eben mit den Panzern nicht nur langsam gekämpft hat, sondern die auch beschädigt hat, verliert er eben Geschwindigkeiten. Genau deshalb fährt er noch langsamer durch, als wenn die Panzer in zweiter Linie erst hinterhergefahren werden. Und da würde ich halt argumentieren, dass das, was wir auf deutscher und russischer Seite im Moment sehen, ein nicht optimales Panzer-Gameplay ist, wenn man eben die Gegner umzingeln möchte und vernichten möchte. Und wir haben ja auch schon gesehen im Multiplayer-Runde, oder ihr werdet das noch sehen, dass es mehrere Situationen gab, wo ich selten mal ein, zwei Tage noch gebraucht hätte, damit eben eine Pocket, die Pocket vernichtet worden wäre, dann wurde sie wieder aufgebrochen. Und damit das eben nicht aufgebrochen wird, hätte man andere Mechaniken eventuell nehmen können. So, das ist quasi, worum es jetzt hier gehen soll in diesem Test. Und am Schluss sprechen wir dann über Attrition ein bisschen. Ich habe die Truppen jetzt so aufgebaut, dass jeder dieser drei Armeen ist jetzt 16.000 Industrie wert. Ich habe Doktrin und Tech alle gelöscht. Mit der Konsole geht das auf der russen Seite. Offiziere habe ich auch keine vergeben. Erfahrung ist minimal anders jetzt hier manchmal, ne? Aber das ist, macht den Braten jetzt nicht fett hier vorne. Und jetzt testen wir das aber auch unter realistischen Kampfbedingungen. Was das bedeutet ist, wenn ihr zum Beispiel jetzt die Infanterie nehmt, für 16.000 kriegt ihr halt zum Beispiel 20 Infanteriedivisionen. Ne?
Das halt, also sie sind den gleichen Wert, die 4 Panzerdivisionen oder die 20 Infanteriedivisionen. Und 20 Infanteriedivisionen, wo 4 eine Gefechtsbreite von 80 haben, die lasst ihr ja nicht irgendwie von einer Seite gerade durcharbeiten. Mit denen habt ihr halt die Möglichkeit zu flanken, wenn ihr mit 4 Panzern eben nicht die Möglichkeit habt zu flanken. Also ich meine, ihr könntet das machen, aber ihr habt trotzdem nur Gefechtsbreite 80, auch wenn ihr 160 benutzen dürftet. Deswegen flankt ihr ja nicht damit, ne? Das heißt also hier eigentlich, dass bei diesem Setup hier vorne die Infanterie flanken darf. Theoretisch hätte ich die von 6 Seiten flanken lassen können, aber aus Realismusgründen sage ich mal, 3 Seiten ist das, was ihr an der Russlandfront eigentlich fast immer generieren könnt. Mehr Seiten ist eher unwahrscheinlich, dass ihr das hinkriegt. Deswegen lassen wir es auf 3, aber theoretisch könnt ihr von 6 Seiten flanken gehen. Oder mehrere, oder halt 2 Sektoren von jeweils 3 Seiten gleichzeitig angreifen. Und dann muss der Gegner ja auch verteidigen. Aber wir lassen es erstmal so. So, und jetzt fangen wir an. Wir gucken jetzt, wie lange die Truppen brauchen. Wir fangen an mit diesem ersten Panzer-Template hier vorne. Wie gesagt, der Zeitfaktor ist für uns absoluter Key. Wie lange brauchen die, um die Truppen des Gegners zu besiegen? Das ist wirklich das A und O. Ansonsten ist halt die Frage, ist es vielleicht besser, wenn die Panzer länger brauchen, als die Infanterie bräuchte? Sollte man denn nicht lieber überlegen, mit der Infanterie erst die Lücke zu schlagen und dann mit dem Panzer hinterherzufahren? Aber 100% der Spieler, was ich bisher gesehen habe, in allen Heu-4-Runden, machen das nicht so. Die machen mit dem Panzer schlagen die Lücke. Und das wollen wir halt testen, ob das sinnvoll ist. Und meine These ist halt, aber ich muss das auch noch testen, dass das eben nicht sinnvoll ist. So, jetzt gucken wir mal gerade hier. Wir haben heute den 14. Oktober. 14. Oktober. Machen wir 15. Oktober fangen wir an, um es da sauberer zu lesen. Und dann gucken wir jetzt mal, wie gut die Jungs sind. Zack, 0 Uhr. Wir fangen am 15. um 1 an, alles klar. Let's go, Freunde. So, hier ist das Template nochmal, da könnt ihr euch das angucken. Und hier ist der Kampf. Jetzt lassen wir einfach mal durchlaufen. Also wie gesagt, da gibt es natürlich auch so Zufallsereignisse und so, aber es gibt einem normalerweise ein gutes Bild davon, wie die Truppen da arbeiten. Hier vorne muss ich jetzt eigentlich noch dazu sagen, fairerweise, die Panzer, die können nicht geknackt werden hier vorne, ne? Das ist halt natürlich jetzt schon so, dass normalerweise später der Gegner auch mal eine Pack dabei hat oder eine bessere Infanteriewaffe und was nicht alles. Was eigentlich schon dazu führt, dass gerade dann die Templates mit den LKWs besonders schwach abschneiden. Die werden jetzt in diesem Test tendenziell eher besser abschneiden, weil die Gegner halt gar kein AT haben, ne? Aber später machen halt 2 Punkte mehr Armor oder 2 Punkte mehr Piercing, machen halt massiven Unterschied in diesen Kämpfen. Ich meine wirklich super massiv. Also das ist kein ganz sauberer Test. Aber für unseren Zweck, weil beide nicht penetriert werden, der Panzerdivision im Vergleich zur Infanterie, was eben besser zum Durchpushen ist, ist das, glaube ich, hier ausreichend. Seht ihr übrigens auch aktuell, wie die Zahlen sich verändern vom Geräteverlust. Bam, bam, bam. Ich könnte das ein bisschen schneller machen, so spannend ist das jetzt nicht. Ich muss nur aufpassen, wenn ich gleich zurückziehe, dann schnell genug Pause hämmer. Übrigens von denen, wer sich dafür interessiert, Preis-Leistung im Sinne lohnt sich überhaupt mit Panzern anzugreifen? Wie kaute man die am besten? Habe ich, glaube ich, mal ein Video zugemacht, ein anderes. Panzerangriffe sind immer ultra teuer. Also auch wenn ihr mit Panzern über Infanterie auf offenem Gelände drüber fahrt, das ist ultra teuer gewesen, der Panzerangriff. Da würde ich halt sehr vorsichtig sein, ob man das in breiter Masse einsetzen will. Zur Erinnerung, das ist übrigens das Template mit der hohen Orga. Trotzdem geht die halt hier massiv gegen Infanterie runter. Liegt auch daran, dass sie hier unten einen in der Reserve haben, aber. Also theoretisch hätte ich einen von denen noch von der Seite angreifen lassen können, aber hier ist halt die Frage, wie weit das mit Panzern realistisch ist. So, jetzt ziehen sie aber jetzt zurück, die Gegner. Also jeden Moment ist der Kampf vorbei. So, wir haben jetzt hier 19 Uhr, den 2. November. Den 2. November! Hat was länger gedauert. Warte, jetzt muss ich mal kurz den Kopf rechnen. 15 Tage. 45 Tage, so 47 Tage Pi mal Daumen waren das jetzt, ne? 47 Tage. Das ist ein bisschen. Habe ich das richtig gerechnet? War das eben. Ich habe August angefangen, oder? Ich muss mal ein Video nachgucken. Aber, ich könnte meinen, wir haben im August angefangen. Ich habe 15.8. aufgeschrieben. 47 Tage, das ist wirklich noch schlechter, als ich erwartet hätte. Weil das ist ja keine Überraschung mehr. In 47 Tagen kann ich eine ganze Armee aufstellen. Egal, die sind jetzt in 47 Tagen durch. Jetzt schiebe ich die zurück und dann lassen wir den nächsten das machen. Dann gehen wir da zurück. 47 Tage. Ich muss gleich mal gucken im Video, ob ich mich vertan habe. Aber also das wäre heftig. Also 15, 2 Wochen fände ich schon heftig, aber 47 Tage, das wäre ohne jede Worte. Okay, so. Jetzt können die Deutschen wieder hier ihre Truppe nach oben bringen. Die Hälfte. Gut, wie die das immer durchmischen. Ich erkläre das gleich mit der Tischen. 47 Tage, Mann.
brauchst doch nicht mal Motor einbauen. Okay, die buddeln sich jetzt gleich ein, die Kameraden. Tech Russland ist Sowjets, ist das. Und dann. So, und dann kommt jetzt hier die anderen. Das sind die Templates, die bestehen aus den Panzern hauptsächlich. Die haben halt doppelt so viel Panzer und halb so viel motorisiert dabei. So, gucken wir mal hier, wann das losgeht. Was haben wir jetzt? Wir lassen ja das eingraben, die Deutschen. Fair ist fair. Wo man die Spaten raus, Jungs. Mit dem Grenadierspaten macht das besonders viel Spaß, das Eingraben. Schon mal gemacht. Das ist eine wahre Freude, sage ich euch, das Teil. So, ist das jetzt voll? 19%. Ja, müsste jetzt aber fast voll sein. So, sagen wir einfach 17. November. 17.11. Let's go, Freunde. Wie gesagt, ihr seht jetzt den gleichen Industriewert hier am Kämpfen. Muss man natürlich sagen, dass eben mit den LKWs eine Division nicht nur eine Reserve gekämpft hat. Ne? Das muss man fairerweise dazu sagen. So, die Jungs, die nur das Panzer bestanden, sind am 1. Dezember fertig. Das sind also 14 Tage gewesen. Das ist schon ein heftiger Unterschied, wenn man bedenkt, dass sie ja gleich viel gekostet haben. Ich werde jetzt einfach nochmal aus Neugierde, wenn ich diese Flanke fahre, mal die gesamte Armee von dem quasi einsetzen, sodass der eben, ne, auch die 5. Division einsetzt, einfach um das jetzt ordentlich nochmal daneben zu haben. Und danach lassen wir die Infanterie kämpfen und dann vergleichen wir die drei Zahlen. Und dann ist wahrscheinlich keiner mehr im Video am Zugucken, ist wahrscheinlich zu technisch. Aber es ist halt wichtig, um die Mechaniken zu verstehen, wenn man halt erfolgreich Multiplayer-Competitive spielen möchte. Das ist Competitive, also ne, erfolgreich die Einheiten so einsetzen könnte, wie es halt möglich ist. Da muss man halt nicht eine Theorie machen, sondern auch in der Praxis gucken, ob das wirklich sich so realisiert, wie man sich das vorgestellt hat. Da führen dann, glaube ich, keine Wege dran vorbei. Aber ich verstehe natürlich, dass das nicht für jedermann was ist. So, weiter geht das mit der Truppe. Die Deutschen haben immer die gleiche Erfahrung bei jedem Test. Go, go, Jungs. Wieder einbuddeln. Tech, Sowjets. Wie gesagt, ich habe auch extra einen Spielstand gemacht, wo ich alles gelöscht habe. Das habe ich extra gespeichert, wie so Tests, die ich immer wieder durchgeführt habe früher. Spiele ja eigentlich nicht so viel, aber das lohnt sich immer, wenn man das einmal hat. So, wir sind hier oben am Verrecken. Das ist ein tragisches Leben. Den richtigen anklicken. So, das sind alle fünf im Einsatz. Zeit, wir haben den 22.12. Let's go, Jungs. Also jetzt wieder das Template, was mit den besonders vielen LKWs arbeitet. Ah, okay, 1% kann man, glaube ich, verkraften. So, es sind also 20 Gefechtsbereiche jetzt mehr am Kämpfen hier. Ja, das macht doch schon massiven Unterschied. Obwohl das halt auch immer so ein bisschen glücksabhängig ist, ne? Aber das war schon ein ganz massiver Unterschied. Diese 20 Gefechtsbereiche mehr scheint doch ganz heftig gewesen zu sein. 9 Tage, 14 Tage, ne? Da war das jetzt tatsächlich genauso wie die Panzer abgeschnitten. Ja, also wenn man halt von zwei Seiten angreift, dann schneiden die genauso ab wie die Panzer. Das, ja, also ist halt jetzt die Frage, ne? Beim ersten Durchgang war es 47 Tage. Ich weiß halt nicht, ob das besonders scheiße aus irgendeinem Grund war. Müsste man halt, wie gesagt, 10 Mal durchführen oder so. Ich vermute mal, dass die, wenn ihr wirklich die Gefechtsbreite komplett benutzt, dass ihr da immer ein ähnliches Ergebnis erreichen würdet wie mit dem Panzer von einer Seite. Es geht halt darum, also ist halt das Key-Prinzip im Spiel auch, ne? So viel Kampfkraft pro Gefechtsbreite zu generieren. Oder so viel Gefechtsbreite zu füllen und da Kampfkraft reinzupacken in diesem Falle. Das ist halt schon immer das Key-Prinzip gewesen, wie man Kämpfe gewinnt bei Hoi. Von daher vermute ich mal, dass das schon auch so designt ist, dass die immer gleich ausgehen, die Ergebnisse. So, das war jetzt die Geschichte mit denen. Das heißt also, da sehen wir keinen großen Unterschied, wenn man zumindest die Gefechtsbreite ausnutzt. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, für die Russlandfront ist es so, die Panzer mit den Trucks, die könnt ihr sicher ordentlich benutzen im Sinne von, dass ihr flanken geht. In Russland gibt es ja genug Fläche, wo ihr von mehreren Seiten angreifen könnt. Es gibt aber auch Kriegsschauplätze, wo das eben eher weniger gut funktioniert, ne? Wo ihr halt dann wirklich statt eben diesen 120 Gefechtsbreite da irgendwas zur Verfügung habt, sondern eben nur 80. Da macht halt der Panzer-Setup mit mehr Panzern und mit weniger LKWs wahrscheinlich mehr Sinn. Also es gibt da verschiedene, je nachdem, wo ihr kämpft. Sagen wir mal Afrika zum Beispiel, ja? Hier in Afrika, hier, wenn ihr hier an der Küste lang fahrt,
Im Gebirge ist eh die Frage, ob man überhaupt einen Panzer will. Aber hier wäre zum Beispiel ein Setup denkbar, wo ihr halt hier nur zwei Felder breit habt. Ihr könnt ja hier unten nichts benutzen. Ihr könnt ja nicht da angreifen, ne? Wo die nur zwei breit sind. Da wird der Gegner halt eher, also werdet ihr eher mit Templates, wie, die mit mehr Panzern kommen, als mit Combined Arms kommen, besser abschneiden wahrscheinlich. Und das ist schon eine wichtige Aussage aus diesem Testbericht. So, trotzdem geht es jetzt weiter. Jetzt kommt nämlich die Infanterie dran. Auf die halte ich nämlich noch am meisten Stücke. Und dann ist natürlich am Schluss noch die Frage, was das kostet. Aber da habe ich mein eigenes Video zugemacht. Und das Infanterie auf jeden Fall immer König, immer. Panzer ist wirklich nur, wenn ihr denkt, ihr braucht einen Panzer. Germany. So, weiter geht die Geschichte. Let's go, Deutschland. Oh, wo ist denn da ein Panzer? warte mal. Kann ja mal passieren. Dachte, ich hätte die zurückgezogen eben. Ganz offensichtlich nicht. Aber man kann sie auch gegenoffensiven wohl an. Jetzt habe ich schon geklickt. Aber man kann wohl auch im Angriff sich jetzt zurückziehen seit dem Patch. Okay, so. Jetzt haben wir als nächstes die Infanterie. Und ich denke halt, dass die am besten abschneiden wird, einfach weil die eben viel mehr Gefechtsbreite einsetzt. Warten, ob sie sich eingegraben haben. Und der Angriff wird viel, viel. Jetzt ist natürlich am Schneien, egal, müsst ihr durch, sind ja Russen. Und der Angriff wird natürlich auch viel, viel preiswerter sein, unterm Strich. So, Infanterie greift am 21.01. Let's go, Freunde. Also hier benutze ich nur 160 Gefechtsbreite. Ne? Ich könnte eigentlich, wie gesagt, von sechs Seiten angreifen. Von der Masse geht das ohne Probleme und dann eben viel mehr Vorteil generieren. Also wenn die schlecht abschneiden, dann eigentlich nur, weil eben 12 von 20 Divisionen nicht kämpfen. Ja, das ist der einzige Grund, warum die jetzt vielleicht schlechter abschneiden. Ich glaube aber, dass sie sogar unter diesen Bedingungen besser abschneiden werden, massiv besser. In jedem Fall jetzt schon preiswerter. Das rieche ich förmlich. Ja. Bam, ja, Nachschubproblem. Ich hoffe, der war nicht zu hoch, der Wert. Kommt, Jungs, enttäuscht mich nicht. Zack. 1. Februar. Das heißt, die haben jetzt 9 Tage gebraucht. Und das, obwohl ne, von 20 Divisionen nur 8 gekämpft haben. 8 von 20. Noch nicht mal, also 12 waren in der Reserve. Die haben nicht effektiv mitgekämpft. Die kamen als nur als Reserve zum Kampf hinterher. Und die haben jetzt 9 Tage im ersten Durchgang gebraucht. Und die haben noch nicht mal alle Seiten, wie gesagt, benutzt, wo ihr noch andere Encirclement-Bonus und so weiter bekommt. Ne? Und wenn ihr dann die Kämpfe noch vergleicht hier, diese ganzen Verluste, ihr dürft halt nicht auf die Manpower gucken. Ihr müsst halt gucken, was für ein Gerät wurde vernichtet und was kostet das. Das habe ich, wie gesagt, mein eigenes Video zugemacht. Ich glaube, ich kann das aber hier, das müsste man doch hier eigentlich jetzt sauber angucken können. Und zwar, hier haben wir 85 Panzer verloren. Das ist eigentlich, also das ist halt ungefähr das Hauptding von den Kosten. So, die, also das sind die mit den Motorisierten drin. Und die haben halt 85 Panzer verloren, die hatten halt mehr Orga dafür. Und das sind die nicht Motorisierten, die haben 129 verloren. Ich vermute halt einfach mal, weil zu viel Schaden fokussiert auf die Panzer gegen, die keine Lebenspunkte haben. Also die erhöhen ja auch die Lebenspunkte, nicht nur die Orga. Und von daher sehen wir hier tatsächlich, dass dieses Template mit den nur Panzern auch teurer ist für den Angriff. Also die waren nicht schneller und sind teurer, was wirklich dafür sprechen könnte, dass man tatsächlich sagt, man nimmt lieber Combined Arms, weil es halt massiv, massiv preiswerter wird. Obwohl, das kann ich glaube ich so nicht sagen, weil den habe ich zweimal angreifen lassen, ne? Und das ist die Zahl hier eigentlich nicht akkurat. Genau, hier ist der erste und der zweite Kampf, vermute ich mal. So macht das mehr Sinn, wenn wir das vergleichen. Genau, und da dürfte jetzt nichts drin stehen. Okay, also der hat, lass mal die Zahlen nochmal gucken. Also er hat 38 Panzer verloren, 65 motorisiert und der hat trotzdem massiv mehr verloren. Also diese Combined Arms Geschichte, einfach weil die Lebenspunkte added, würde ich schon auch vermuten an diesen Zahlen hier, dass das wirklich dazu führt, dass, also nur Panzer oder je mehr Panzer ihr drin habt, das scheint sich nicht zu lohnen, weil einfach die zu sehr platzen, die Dinger. Und sie schienen auch nicht schneller zu sein. Also von daher in jeder Hinsicht scheint in die Richtung Combined Arms eher mal besser zu sein. Ja, ich persönlich würde halt, wie gesagt, da nochmal hingehen und das gleiche Prinzip gilt nämlich auch für motorisiert im Vergleich zur Infanterie. Die hat ja auch Lebenspunkte und die nimmt auch Schläge entgegen, die dann der motorisiert nicht entgegennimmt. Deswegen ich tatsächlich Panzer überlegen würde, vielleicht sogar mit Infanterie zu mischen, damit die auch den Armor-Bonus benutzen. Das ist immer mein Template früher gewesen. Da nochmal reingucken, was der gemacht hat, der Infanterist. Der hat jetzt hier 600 Waffen verloren und 240. Ja. Aber von den Verlusten her, ich kann es jetzt ja ausrechnen, aber das dauert ein bisschen länger. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das massiv preiswerter war. Also es war halt schneller, preiswerter, ihr seid in der Defense jetzt stärker aufgestellt und ihr werdet weniger geflankt und ihr seid flexibler. Das sind jetzt diese fünf Vorteile, die ein Infanterie-Template gegen ein Panzer-Template hätte. So.
Aber die Frage, die wir eigentlich beantworten wollten, war, wenn ich jetzt ein Panzer-Template baue, ne, ganz grob, wie baue ich es auf? Am besten mehr Combined Arms als pure Panzer. Soweit machen die Spieler das soweit auch alle richtig, habe ich einen Eindruck gehabt. Und wie baue ich es? Also die machen es natürlich falsch, weil die, also nicht natürlich, die machen das falsch, weil die halt sehr häufig Panzer aufstellen, im Sinne von, die machen halt einen puren Panzer da drin. Ihr nehmt keine Panzer da rein, ihr nehmt natürlich Panzerartillerie rein, ne, weil ihr wollt ja den Soft-Attack haben. Ihr wollt nicht die Panzer haben, die benutzen alle ohne jede Ausnahme in der Multiplayer-Runde gerade die Panzer. Aber ihr wollt die Panzerartillerie haben. Weil, also es macht halt wirklich gar keinen Sinn, mit einem Panzer gegen, wenn der Gegner aus 90% Infanterie besteht, zu arbeiten. Ne? Weil die hatten einen Soft-Attack von 14 und dass die Panzerhaubitze hatten einen Soft-Attack von 56. Ne? Und alle spielen sie damit gegen Infanterie, statt damit. Den Teil habe ich noch überhaupt nicht verstanden. Also so gar nicht, so 110% nicht. Aber mal davon abgesehen, dass das alle da falsch machen, ist es schon richtig, was sie halt machen, dass die eben die Panzer mit anderen Sachen mischen, um einfach die Lebenspunkte hochzubringen. Ob man die Orga hochbringen muss, und das ist das Argument, was sie mir wieder sagen, das wage ich stark zu bezweifeln, weil das nie ein Problem hier war. Gerade mit Panzer nicht, weil die ja nicht penetriert werden ordentlich von der Infanterie. Aber die Lebenspunkte, dafür lohnt sich schon. So, trotzdem unterm Strich festgehalten, wollt ihr die gegnerische Linie brechen? Macht das mit Infanterie. Es gibt keinen Grund, das mit Panzern zu machen. Es ist langsamer und es ist teurer. Und der Gegner weiß, wo er angreift, weil wenn ihr die Panzer dahin stellt, weiß er halt, was ihr vorhabt. Das heißt, ihr habt drei super massive Nachteile, wenn ihr die Linie brechen wollt, wenn ihr mit Panzern da arbeitet. Und es gibt halt keine Entschuldigung dafür, wirklich gar keine, das zu machen. Also das, was halt alle mit den Panzern machen, ich würde mir nochmal überlegen, ob das sinnvoll ist. Gut, aber trotzdem, wenn ihr die Linie jetzt gebrochen habt, sagen wir mal, das war jetzt hier eine gerade Linie. Ihr habt die jetzt gebrochen mit der Infanterie. Also normalerweise würde das so laufen. Ich mache es hier nochmal kurz vor. Also ihr würdet normalerweise so einen Angriff ungefähr durchführen. Ja? Die Infanterie, also hier, ne? Sagen wir, dass die Linie nicht brechen will von den Deutschen. Die Infanterie würde jetzt vorgehen, dann lasst ihr die halt jetzt hier so einen Tag kämpfen ungefähr, so dass sie eben hier vorne in dem Angriff sind und dann schickt ihr die Panzer hinterher, damit die in die Reserve kommen. So, zack. Und dann sind die Panzer nämlich jetzt hier unten in der Reserve. Und hier unten. Und wozu das halt jetzt führt, ist, die Infanterie tut den Kampf super schnell, super preiswert für euch gewinnen. Und die Panzer fahren aber trotzdem schon auf den Gegner zu. Und weil die halt nicht kämpfen, haben sie auch keine Verluste und fahren mit 100% Speed. Ihr verliert halt, wenn das Template beschädigt ist, Speed hier. Das wird dann hier vorne immer angezeigt. So, und das heißt, sobald die Infanterie den Kampf gewonnen hat, sind die Panzer schon direkt vor Ort, weil die eben durch die Reserve mitgefahren sind und können dann eben die kaputte Truppe, die sich zurückzieht, können die dann hinterherfahren, denen den Rest geben, die Umzingelung zu machen. Und das ist halt, wie man normalerweise eine Pocket baut, einen Kessel baut, Gegner auslöscht. Und das ist eine Mechanik, die ich tatsächlich jetzt, also ich habe ja erst irgendwie 400, 500 Stunden Heu 4, aber ich habe es halt noch nicht ein einziges Mal gesehen, dass das irgendein Spieler anwendet. Und ich bin schon davon überzeugt, anhand dieses Tests, aber auch von eben der Spielerfahrung, die ich davor selber gesammelt habe, dass das das absolut effektivste auf der Welt ist. So, jetzt kommt noch ein Punkt, warum das eigentlich so gemacht werden sollte, meiner Meinung nach, dass man eben die Infanterie angreifen lässt, den Panzer hinterher schiebt. Und zwar ist das folgende: Wenn ihr jetzt nur den Angriff machen würdet, mit, machen wir mal rückgängig alles. Geht das nicht rückgängig machen hier? Wenn ihr jetzt nur den Angriff machen würdet mit den Panzern, ja, die fahren jetzt hier unten rein. So, Angriff nur mit Panzern. Was würde denn dann der Deutsche oder der Gegner machen in diesem Moment? Der Gegner würde jetzt hingehen, oder ich würde das zumindest machen, wenn ich der Gegner wäre. Ich würde jetzt meine Flugzeuge. Wow, ich bin auf dem Desktop. Ich würde meine Flugzeuge assignen. Klos erster. Oh, scheiße, jetzt kein Flughafen mehr. Okay, aber ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Ich würde halt jetzt hier meine Flugzeuge assignen. Würde mir jetzt hier die Klos Air Support suchen oder die taktischen. Oh, Windows, wie ich dich hasse. Ne, würde die jetzt hier assignen. Zack. Und dann würde ich die halt genau da einsetzen, wo eben der Panzerangriff ist. Das ist ein neues Interface. I hate change. Okay, ne? So würde das dann gehen. Und dann würden die normalerweise starten in der perfekten Welt. Egal. Also auf jeden Fall würden die dann gleich starten und fliegen hier drüber. Der Punkt ist, wenn halt jetzt bei so einem Angriff nur Panzer kommen, die mindestens, wie wir eben gesehen haben, 2 Wochen kämpfen, manchmal sogar 47 Tage, weiß immer noch nicht, was das war, aber 2 Wochen auf jeden Fall kämpfen, das haben die ja jetzt in jedem Durchgang bisher gemacht, mindestens. Wir haben ja 3 Durchgänge gehabt und jeder war mindestens 14 Tage. Wenn das halt so ist, dass sie halt 14 Tage brauchen, dann haben halt die Flugzeuge genug Zeit, ich glaube, die fliegen 2 Angriffe pro Tag, dann haben die ungefähr 28 Angriffsflüge auf die Panzer. Und eben weil nur Panzer in diesem Angriff sind, keine Infanteristen und Panzer keine Lebenspunkte haben. Hast du ein Panzer-Template? Genau. Sterben die halt super schnell. Also hier vorne ist die HP
Und wenn ihr einfach mal hier guckt, ja gut, das ist ein anderes Template, von da sieht es ein bisschen komisch aus, aber wenn ihr hier reinguckt, also jeder Panzer bringt 2 HP der Truppe, jeder Infanterist, lass mich nicht lügen, 10, 15, 25 Lebenspunkte. So. Und die ganze Armor und Defense und was nicht alles, die wird von Flugzeugen plus Air Support ignoriert. Das heißt, jeder plus Air Support, der kommt, macht halt so und so viele Punkte Schaden, unabhängig von allen anderen Werten. Und er macht den Schaden an der HP. Und wenn ihr jetzt einen Infanteristen bombardiert, dann erreicht er fast gar nichts. Und selbst wenn ihr den tötet, den Infanteristen, dann ist halt ein super preiswerter Trupp tot. Wenn ihr einen Panzer bombardiert, dann erreicht er sehr viel, weil er sofort tot ist, plus der war auch noch teurer. So, und von daher ist halt ein Angriff mit Panzern, wie das 100% der Spieler machen, führt halt dazu, dass Close Air Support besonders effektiv diesen Vorstoß nicht nur halt direkt kaputt machen kann, sondern eben so ultramassive Verluste dem Gegner zufügt, dass danach nicht mehr an Krieg zu denken ist. Was ist das da oben für ein Knopf? Ist der neu? Was für Schrott. Okay, ne? Also von daher spricht das auch dagegen, Panzer zu benutzen. Das heißt, jeder, der im Prinzip mit Panzern einen Durchbruch macht, der macht halt wirklich alles falsch, was er nur falsch machen könnte. Da gibt es nicht eine Sache, die dabei dann richtig wäre. Noch falscher kann er es nur machen, wenn er halt mehr Panzer als Combined Arms in dieser Panzerdivision hat. Aber im Grunde genommen macht er wirklich alles, alles komplett falsch, wenn er nur mit Panzern angreift. Vor allem eben auch, weil er danach dann nur kaputte Templates hat, die auch langsamer da durchfahren. Plus Panzer sind in der Defense relativ schlecht, weswegen die auch anfälliger für einen Gegenangriff sind. Während wenn die Infanterie schon vor Ort mit den Panzern da durch ist, die kommt dann gleichzeitig mit den Panzern da an, dann kommt die Gegenoffensive. Dann ist die Infanterie halt da, die die abhält. Und man kann mit dem Panzer dann trotzdem noch Angriff auf den Gegner klicken. Also da sind nochmal, wir sind schon bei 7 Gründen, warum man nicht mit Panzern einen Durchbruch führen darf. Ich glaube, wir können das Thema da beerdigen. Panzerdurchbruch? Nee, nee und nee und nee. Aber auf jeden Fall trotzdem Panzer bauen, wenn die Infanterie einen Durchbruch gemacht hat, damit man eben schnell hinter den Linien aufräumt. Und da vielleicht bevorzugt nicht Panzer, sondern eher motorisiert, supported von Panzern. Gut, das war die Geschichte. Jetzt kommen wir noch gerade auf die Attrition zu sprechen, weil die Leute halt hingehen und tatsächlich, also nicht selten sehe ich halt irgendwie Kampf, 200 Panzer verloren, Attrition 800 im gleichen Zeitraum. Ich meine, da kann man viermal so viel Russlandkrieg führen, ja, wenn man sich die Attrition anguckt von manchen Leuten. Das ist halt, das ist schon ziemlich heftig. So, die Attrition-Mechanik in dem Spiel ist eigentlich super mega easy. Es gibt eigentlich zwei Gründe für Attrition, soweit ich das zumindest im Moment interpretiere. Das eine ist halt, wenn ihr zu wenig Nachschub in den Sektor habt, dann gibt es halt automatisch Attrition, wie wir eben auch vielleicht gesehen haben. Ich kann ja gerade mal beim Russen gucken, dass ich das gerade mal mache, so ein Szenario. Das ist aber in aller Regel das kleinere Attrition-Problem, was die Spieler in der Multiplayer-Runde zeigen. Guck mal, ob wir das hinkriegen, wenn die auf den Knubbel hauen. Ja, guck mal einfach mal, ob ihr das schafft. Also das ist ganz selten das Problem. Ich habe Nordafrika ein paar spannende amerikanische Sachen in der Hinsicht zwar gesehen, aber im Grunde genommen ist das kein Problem, weil ja da so eine Anzeige für kommt und die Leute dann direkt sehen, dass da ein Problem ist. Gehen wir hier oben hin, vielleicht ist da ein größeres Nachschubproblem. Also deswegen, ne, wenn ihr den Nachschubsektor quasi überfrachtet, dann genau hier vorne, ne? Das scheint eigentlich ein idealer zu sein dafür. Weil dann habt ihr eben hier automatisch Attrition, weil die einfach vor Ort verhungern. Das dauert dann nur ein bisschen was. Das ist die eine Geschichte, aber das ist eigentlich nicht erwähnenswert, weil die Leute sehen es halt sehr schnell und lösen das Problem halt auch. Und auch wenn ihr Gefechtsfronten macht, tut die KI das normalerweise automatisch für euch ordentlich aufstellen. So, von da könnt ihr die eigentlich hauptsächlich ignorieren. Die andere Attrition, die hauptsächlich kommt, ist, wenn ihr mit Truppen in unwegsamem Gelände euch bewegt. Und das wäre zum Beispiel gerade im Russlandfeldzug sehr populär, wäre hier unten diese Sumpfgeschichte. Das können auch andere Geländetypen sein, eine Wüste ist auch populär dafür. Aber wenn ich jetzt hier mit diesen Truppen mich hier durchbewege, also ich muss im Krieg dafür sein, in Friedenszeiten existiert das glaube ich nicht. So, wenn ich jetzt hier durchgehe, nicht da reingehe, sondern von da nach da gehe, dann haben die Attrition. So, lass mal go. Sieht man den kleinen Totenkopf, das heißt, der hat jetzt hier 50% Attrition. Ich weiß nicht, wie paradox das zählt, weil die sagen halt 80% minus 50% sind 18%. Das ist halt irgendwie eine paradoxe Rechnung. Auf jeden Fall ist das typisch paradox und das heißt halt einfach nur die Chance, wie ihr Gerät verliert. Und das ist halt jetzt nur, weil ich durch unwegsames Gelände meine Truppen in Kriegszeiten bewege mit Gehen. Jetzt sagt ihr aber, ja, was muss ich ja machen? Wie soll ich denn sonst an die Front oder wie auch immer? Ja, ist ganz simpel. Ihr drückt die Taste B für strategische Verlegung und siehe da, es verschwindet sofort. Der einzige Nachteil ist halt, dass ihr euch dann, dass ihr ohne Orga quasi in dem Zeitraum seid, wo ihr euch bewegt von A nach B. Aber das ist völlig egal, weil die Leute wirklich, also die verlieren halt viermal so viel Gerät, aber nicht nur Panzer, sondern auch Infanterist, Artillerie, alles,
wie als wenn sie, also wie sie kämpfen, ne? Viermal so viel, wie sie im Krieg verlieren. Verlieren sie halt, weil sie diese Taste B nicht drücken, weil sie nicht strategisch verlegen. Das ist halt, das ist sehr schmerzhaft zum Angucken, wirklich. Also es ist nur die Taste B und dann ist die Attrition auf einmal weg. Klar, sagt ihr natürlich klar, manchmal muss man die Front von da nach da halt ausgleichen und da kann ich halt nicht einfach ohne Orga rüber hüpfen. Ihr könnt euch halt überlegen, ob ihr das Template halb leer da haben wollt oder lieber mit ein bisschen weniger Orga, was sich erfrischt und nichts kostet. Ist natürlich, manchmal gibt es Situationen, da muss man es wahrscheinlich wirklich zu Fuß machen. Bedenkt aber auch, dass der Trupp von da nach da sich natürlich schneller mit der Eisenbahn bewegt und deswegen hier wieder Orga regenerieren kann. Ne? Und ist ja vielleicht eh nur eine Reserve unter gewissen Bedingungen. Oder noch besser, wenn der Gegner nicht sieht, könnt ihr auch einfach, also mit ein bisschen Grips kann man ja auch, ne? Taste B anmachen und dann zack, zack. Und dann fährt er halt hier um die Ecke, dann sieht der Gegner es halt zu spät, wenn der Trupp da angekommen ist. So ist halt mit Voranmeldung, so ist halt, dann sieht er es zwar erst, wenn er da ankommt, aber das ist ja schon zu spät. Ne? Und dann ist auch die Frage, ob der halt Informationen hat und die Orga sowieso sieht. Ne? Also daher ist das eigentlich, wie man diese horrenden Verluste, die ich jetzt beobachten muss, da kriege ich graue Haare, ne? Wie man die vermeiden kann. Das ist jetzt nicht Rocket Science unbedingt. So, zum anderen heißt es aber auch, wenn ihr den Gegner in solches Gebiet funneln könnt, dann habt ihr auch einen riesen Vorteil. Ich weiß jetzt nicht im Moment, ob das Absicht ist, aber die Russen und die Deutschen in der Multiplayer-Runde, die kämpfen genau in diesen Sumpf und fucken sich beide regelmäßig ihre Einheiten dadurch Bewegungen. Ich vermute mal, dass das keine Absicht von beiden Seiten ist, ist aber der Effekt. Aber ihr könnt das auch für euch nutzen. Ihr könnt als Russe zum Beispiel sagen, dass ihr euch hier hinter den Fluss setzt und dann muss der Deutsche halt hier vorne, ist ja das Aufmarschgebiet Sumpf. Jede Truppe, die ihr hier bewegt an dem Fluss für einen Angriff, ist quasi, naja, die sterben halt der Reihe nach, die Jungs, ne? Und da könnt ihr auch natürlich Manöverspielchen mit dem Deutschen hier machen. Ihr könnt ja sagen, ihr habt dann hier irgendwie 20 Infanteriedivisionen hier, hier, hier und hier. Und der Deutsche muss dann immer wieder Anpassung vornehmen. Er tut die 20, ne? Verschiebt er eben irgendwie 60 zu 10 Verhältnis von unten nach oben. Dann muss der Deutsche auch von unten nach oben verschieben. Wird er einen Sumpf auf seiner Seite und ihr nicht, ne? Und wenn er das dann strategisch aber verschiebt, dann hat er vielleicht zu wenig Orga, dann macht er eine Gegenoffensive. Also da kann man halt sehr viel deichseln, wenn man das Gelände und die Attrition für sich nutzen will. Und weil die Spieler die Mechanik nicht kennen oder ignorieren wollen oder was auch immer oder ihre Truppen hassen, dann kann man das wirklich sehr, sehr stark in dem Spiel benutzen gegen den Gegner. Es geht genauso gut in Nordafrika. Da gibt es auch ganz viele Mechaniken mit der Wüste und Gebirge, was man da benutzen kann. Sehr populär ist es auch hier mit dem Gebirge, also im Spanienfeldzug. Ne? Da haben wir zum Beispiel gesehen im Bürgerkrieg, dass ihre Panzer alle mit Absicht durch das dicke Gebirge ziehen. Das muss auf jeden Fall sein. Und dann habe ich aber auch noch aus anderen Multiplayer-Runden Sachen gesehen. Da sind die hier. War das. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Irgendwann hat er eine Panzerdivision durch. Ich glaube, hier oben durch das Gebirge gezogen, wenn ich mich richtig erinnere. Das war auch eine sehr spannende Geschichte. Es ist dann kaum jemand an der Front angekommen, lebendig. Und es gilt halt aber nicht nur für Panzer, es gilt halt auch für anderes Gerät. Ne? Ihr könnt das natürlich machen und ihr könnt auch sagen, je nachdem, was für ein Gerät ihr habt, dass ihr eure Templates so aufbaut, dass sie halt besonders viel Reliability haben. Da gibt es ja habe ich natürlich jetzt nicht fertig getaggt, aber es gibt ja diese Sachen, die Reliability erhöhen bei eurem Gerät. Ihr könnt das auch für Flugzeuge erhöhen, eure Reliability. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr kämpft halt da, wo das Wetter besonders häufig scheiße ist, wie halt eben in Russland mit euren Flugzeugen, dann wollt ihr halt nicht irgendwie 90% eurer Flugzeugverluste haben, weil ein Schneesturm ist, ne? Und dann geht ihr halt einfach hin und oder die Afrika-Flugzeuge und setzt halt da Flugzeuge mit höherer Reliability ein. Und ihr könnt auch die Panzer natürlich auch auf solche Gebiete hier anpassen, wenn ihr hier vorne hingeht bei hier. Dann könnt ihr halt hier, Engine macht, glaube ich, Reliability runter auf einen gewissen Grad. Wer war denn das? Ne, die Main Gun. Genau, hier, dieses macht Reliability runter, das heißt, je besser die Kanone ist, wenn ihr es nicht ausgleicht, desto mehr gehen eure Panzer noch schrottiger. Könnt aber Reliability hier natürlich massiv erhöhen. Und wenn ich halt, wie gesagt, jetzt sage, dass jeder vierte Panzer bei der Wehrmacht jetzt aktuell ein Kriegsverlust ist, und der Rest ist halt einfach so liegen geblieben, da wäre es halt eine Überlegung, dass der Wehrmachtler vielleicht seine XP in die Reliability schiebt, einfach um viermal mehr Panzer an der Front zu haben langfristig. Ne? Ja, das war jetzt die Geschichte mit Panzer, mit Durchbruch und Bewegung und Attrition. Also nur ein kleiner Exkurs hier an der Stelle vielleicht. Also Heu 4 ist ja wirklich nicht komplex, ja, im Vergleich zu Heu 3. Aber die haben sich schon Mühe gegeben, ein paar Mechaniken einzubauen, die Sinn machen in dem Spiel, wenn man sich halt ein bisschen mit beschäftigt. Und ist ja schön, wenn die angewendet werden würden. Ist, glaube ich, ganz nett, wenn man da ein Auge drauf macht. Weil, also je komplexer wir das Spiel machen können, weil wir die Mechaniken nutzen, die uns zumindest gegeben wurden, desto mehr Spaß haben wir, glaube ich, auch bei solchen Spielen. Zumindest gilt das für mich. Ich brauche das halt ein bisschen encasualed. Und ich glaube, dass das Paradox uns schon die Hilfsmittel hier gegeben hat, auch wenn die natürlich selbst keine Mühe gegeben haben, das jemals zu erklären. Und wenn wir das aber jetzt wissen, wie das geht und das anwenden, glaube ich, kriegen wir komplexere Spiele hin. Wie gesagt, ne? Gelände ausnutzen oder Taktiken, wie man Durchbruch macht. Da gibt es so viele schöne Dinge, die wir machen können, wo meine Augen leuchten, wenn ich daran denke nur. Und ich sehe es halt leider noch nicht angewendet und hoffe, dass wir vielleicht in den nächsten paar Multiplayer-Runden
da ein paar Veränderungen sehen könnten. Ich freue mich über jeden Prozent, der da rausgekitzelt wird. Das ist immer herrlich zum Angucken. Aber im Moment kriege ich halt Albträume, wenn ich mir die Verluste dazwischen angucke. Und ja, nee. Ich gehe mir jetzt einen Kaffee holen. Bye, bye.